Der Swiss Poker Cup. Das hier ist Bob. Bob spielt gerne Poker. Am liebsten gewinnt er coole Preise, ohne dafür Geld einzusetzen. Darum nimmt Bob am Swiss Poker Cup teil. Dazu muss er einfach nur zu einem Pokerclub gehen, der SPSA-Mitglied ist. Auf spsa.ch findet er Clubs in seiner Nähe. Täglich findet er dort die sogenannten Qualifiers. Das sind Free-Roll-Events, also Spiele ohne Geldeinsatz. Somit kann Bob sein Portemonnaie getrost zu Hause lassen. Sein Ziel ist es, dort so viele SBSA-Finaltoken wie möglich zu gewinnen. Diese sind nämlich seine Tickets für große Jahresfinale des Swiss Poker Cup. Auf dem Weg dahin kann Bob versuchen, an sogenannten Multiplier-Spielen seine Finaltoken zu vermehren. Die Multiplier-Spiele werden von verschiedensten Clubs durchgeführt. Im Frühling geht Bob mit all seinen Token an das Jahresfinale und wechselt so seine fleißige Arbeit gegen einen Chip-Stack. Umso besser er über das Jahr gespielt hat, desto mehr Token bringt er ans Finale. Viele Tokens bedeuten für Bob einen großen Stack und damit eine größere Chance auf eine Top-Platzierung. Schafft es Bob unter die ersten 5 Plätze des Swiss Poker Cup Finals, wird er ein offizieller Nationalspieler der Schweiz. Zusammen mit seinen Teamkameraden und dem Nationalcoach fährt er dann ins Trainingslager. Dort bereiten sich Bob und seine Kameraden auf internationale Turniere vor. Mit dem Nationalteam nimmt Bob dann an internationalen Pokerveranstaltungen teil, wie zum Beispiel an der World Series of Poker oder der European Poker Tour. Bob und seine Kameraden vertreten zusammen die Schweiz. Die SPSA übernimmt dabei natürlich alle Kosten für Buy-in, Aufenthalt, Trainings- und Rahmenprogramm. Die Nationalmannschaft hat vor allem den Plausch, genießt aber auch große Aufmerksamkeit in den Medien und spielt nicht zuletzt um wahnsinnig spannende Prize-Pools. Geld, Ruhm und Ehre gebühren Bob und seinen Mitstreitern. Kannst du, was Bob kann, schon lange und noch viel besser? Melde dich direkt bei einem Club der SPSA. spsa.ch